wieder einschaltet. Meine kleine Beiköchin ist in der Kita. Ich bin gerade nach Hause rein und habe für euch alles vorbereitet, denn wir backen heute zusammen ein Brot. Ich muss gestehen, ich bin, was Brote angeht, ein totaler Backanfänger. Kuchen und so, alles kein Problem, aber Brote, da sieht es dann schon so ein bisschen anders aus. Denn ich habe noch einen Brotbackautomaten und der wird bei uns oft benutzt. Ich weiß, viele haben einen Brotbackautomaten, der in den Schränken, im Keller oder auf dem Dachboden verstaubt. Aber bei uns wird der tatkräftig genutzt ohne Fertigmischungen. Natürlich habe ich auch mal immer eine zur Not stehen, aber ich habe mir mal ein schönes Buch gekauft. Und da mische ich dann auch alles selbst zusammen und dann wird einfach ein Knöpfchen gedrückt. Aber ich weiß, dass viele von euch gerne Brote mit der Preppi backen. Und daher habe ich mir heute ein ganz tolles Rezept ausgesucht von dem Blog Preppi and Me. Hallo Ines. Genau, die Ines ist nämlich diejenige, die den Blog betreibt. Und es sind wirklich tolle Rezepte dabei, ganz tolle Bilder. Und ich kann euch den Blog echt nur empfehlen. Schaut drauf. Sie erweitert den, naja, täglich nicht, aber stetig, wöchentlich. Und ich bin wirklich begeistert. Ich habe selber schon mit ihr geschrieben und wollte schon ganz, ganz, ganz lange mal ein Rezept verfilmen. Ich habe es leider nie geschafft. Und heute ist es endlich soweit. Und ihr wisst, ich bin ein Backanfänger und daher habe ich mir auch ein leckeres Dinkelbrot, ideal für Backanfänger, ausgesucht. Und das machen wir jetzt zusammen. Also an alle Backanfänger, wir schaffen das. Okay, was brauchen wir dazu? Gar nicht viel. Also ich finde es, also für mich ist es echt ideal für den Anfang. Natürlich brauchen wir 500 Gramm Dinkelmehl, 630 oder 812. Ich habe mich jetzt für die 630er Variante entschieden. 21 Gramm Hefe. Frische Hefe, muss ich dazu sagen. Sieht man ja natürlich auch. 10 Gramm Salz. Ein Teelöffel Zucker. Gut, mein Wasserbecher ist bis oben hin voll, den gebe ich jetzt nicht hoch. 300 Gramm Wasser. Und wir brauchen das Knet- und Mahlmesser. Ich zeige es immer wieder gerne. Das ist hier das Messer mit dem Eselsohr. So spiegelverkehrt. Okay. Dann geht's auch schon los. So. Wir setzen das Knet- und Mahlmesser ein. Und dann kommen alle Zutaten bis auf das Mehl hinein. Wir starten. Ja, wir starten mit der Hefe. Ich zerbrösel die so ein bisschen. Das könnt ihr gleich ganz gut sehen. So. 10 Gramm Salz. Das habe ich alles schon abgemessen. Aus dem Grund, dass es geht einfach schneller, wenn ich im Video erst alles abmesse, das dauert viel zu lange. Ansonsten stelle ich, wenn ich alleine koche, immer meine Waage hier hin. So, ein Teelöffel Zucker und die 300 Gramm Wasser. Dann schließen wir den Topf. Und, mal gucken, Stufe 3, 40 Grad für 5 Minuten. So, jetzt wird das alles ein bisschen erwärmt, anschließend kommt unser Mehl hinein und dann wird es geknetet. Ja, das war's für den Anfang schon. Im letzten Video habe ich euch ja erzählt, dass es ganz tolle Neuigkeiten bei uns gibt. Ja, die Beiköchin bekommt ein Geschwisterchen. Man sieht es noch nicht viel, ich bin aber schon in der 17. Woche und am 1.3. soll er oder sie auch schon kommen. Ist das eigentlich gar nicht mehr so lange hin, ne? September, Oktober, November, naja, okay, ein bisschen ist es noch. Ja, die Vorfreude ist groß. Mein Gefühl sagt mir, es wird ein kleiner Beikoch. Mal schauen, nächste Woche geht es zum nächsten Arzttermin. Und ich hoffe, es liegt gut und lässt uns mal so ein bisschen zwischen die Beine spulen, was es wird. Ja.
Und unsere Nachbarn hier im Haus, die waren dann auch ganz erstaunt, als wir dann einen ganz süßen Aushang im Haus gehangen haben, dass es jetzt ein bisschen lauter wird. Und das war ganz süß, habe ich irgendwas geschrieben, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Und dann klingeln sie bei uns und meinten, wir haben gar nicht mitbekommen, dass sie schwanger sind. Ich sage, ja, also wundert euch nicht, wenn man nicht viel sieht. Okay, die 5 Minuten sind zu Ende. Wir schauen mal hinein. Sieht doch super aus. Jetzt schütten wir das Mehl hinein. So. Hier, das bleibt uns immer so hängen. Okay. Mehl haben wir drin. Jetzt mache ich Rezept. Und wir nehmen das Teigprogramm P1. Das geht 2 Minuten 30. Und danach springt das Teigprogramm in den Gehvorgang rein. Und ich glaube, das geht 40 Minuten. Und danach sehen wir uns weiter. Und dann wird das Brot noch ganz, ganz kurz mit der Hand bearbeitet. Und dann wandert es auch schon in den Backofen. Bis gleich. Die 40 Minuten Gehzeit sind vorbei und wir schauen mal in den Topf. Das sieht doch mal super aufgegangen aus. Schön. Können wir die Maschine ausmachen. Nun hole ich den Teig rauf. Vorher bemehle ich noch meine Arbeitsfläche und dann formen wir ein Brotleib. Bevor ich es vergesse, den Ofen heizen wir auf. Lasst mich mal kurz gucken. 250 Grad Ober-Unterhitze vor. So. Die Iris schreibt noch, dass sie eine feuerfeste Schale mit ein bisschen Wasser unten in den Backofen stellt. Das mache ich auch. Das ist jetzt so eine kleine Auflaufform, die habe ich jetzt so schon mal für irgendein Brotversuch genommen. So. Schön die Arbeitsfläche. So. Bitte, bitte passt auf, wenn ihr den Teig rausholt. Dieses Messer ist ganz, ganz scharf. Nicht nur das Ultrablattmesser, nein, auch das Messer. Daher greife ich jetzt nicht mit meiner Hand rein und ziehe den Teig raus. Nein, ich stelle ihn auf den Kopf und lasse es einfach rausplumpsen. So. Dann ist natürlich noch nicht alles raus. Naja, fast. Ich hole mal den Spatel. Guck mal. Fast alles raus, nur noch so ein kleiner Klecks ist da drin. Den kratze ich jetzt hier raus. Und nun könnt ihr ganz, ganz vorsichtig das Messer rausholen und ihr seht, wo ihr hinfasst. Ich habe nämlich schon in der Gruppe echt ein paar üble Verletzungen gesehen, die einfach mal schön in das Messer gegriffen haben. Oder selbst beim Abwaschen kann es auch passieren. Man muss ja nicht einfach so blöd reingreifen. Einfach ganz vorsichtig. So. Ich schab das mal ganz gerne mit dem Spatel ab. Ich bin da so ein bisschen vorsichtig. Aber schon immer, was so scharfe Sachen angeht. So, dann oben noch ein bisschen Mehl. Ich betone es nochmal, ich bin Brotbackanfänger. Wenn jetzt hier irgendwelche Profis zugucken, die werden sich wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Okay, oh, der ist richtig schön warm, mir ist ein bisschen kalt, der Teig ist echt schön warm. genau, was steht hier? Circa 2 Minuten durchkneten und zu einem Brotleib formen. Na, das kriegen wir doch hin. Nochmal schön kneten hier. Also wenn ihr Mehl drauf macht, der ist echt schön geschmeidig, der Teig. Ich habe jetzt hier so ein kleines Brotleib geformt.
welches ich jetzt hier rüber packe. Voilà. Also, ich bin echt ein bisschen zufrieden mit mir. Schaut mal. Hat doch gar nicht mal so eine üble Form. So. Und ab in den Ofen. Wir sind jetzt durch, laut der tollen Beschreibung. Dieses Brot muss echt nur einmal gehen und jetzt nochmal 40 Minuten backen. Ich bin gespannt. Ich werde jetzt hier meine kleine Sauerei beseitigen und mich an das Mittag machen. Ich probiere ein neues Rezept raus. Kunterbunter Hackbraten. Wenn es gut wird und es mundert uns allen, dann gibt es natürlich dazu auch bald ein Video. Also, in 40 Minuten sehen wir uns mit dem Ergebnis wieder. Bis gleich! Die 40 Minuten Backzeit sind vorbei und ich bin eigentlich ganz zufrieden. Also steht jetzt hier schon eine Weile, deswegen kann ich das anfassen und es ist nicht mehr so heiß. Schaut mal. Von oben, von der Seite. Ich kann es leider noch nicht anschneiden, weil es einfach noch zu warm ist. Ich möchte es einfach schön abkühlen lassen. Dann schneidet sich es einfach einfacher. Es duftet auf jeden Fall sehr, 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 sehr lecker hier in der Küche. Beim nächsten Mal würde ich vielleicht das Brot, also das Brotleib, ein bisschen länger ziehen, dass es nicht so nach oben aufgeht. Ja. Ich freue mich heute schon aufs Abendbrot. Wir haben frischen Käse, frische Wurst gekauft. Und es wird auf jeden Fall ein leckeres, leckeres Abendbrot. Es gibt Bilder, wie es aufgeschnitten aussieht. Und bestimmt unten in der Infobox auch nochmal ein kleines Feedback. In der Infobox geht es auch übrigens dann zu dem Rezept. Beziehungsweise ich mache euch einen Link rein. Dort geht es dann zu dem Blog Preppy and Me. Und da ist alles super erklärt. Im Backofen ist mein Hackbraten drin, hier kocht mein Kartoffelbrei vor sich hin und ich verabschiede mich jetzt. Mir tut mein Rücken weh, ich stand jetzt echt eine ganze Weile in der Küche und habe hier noch ganz viel nebenbei gemacht. Ich glaube, ich habe mir jetzt meine Mittagspause mehr als verdient. Bis zum nächsten Mal, tschüss!